Irgendwie glaube ich langsam, die Leute mögen mich hier nicht. Die versuchen dauernd, mich zu töten. Heyo. Na du. Wie geht's? Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiterkubus in 3, 2, 1. Schum. Oh, der hat ja ein Herz drauf. Oh, ist ja putzig. Der gewichtete Begleiterkubus begleitet Sie durch die Testkammer. Oh. Passen Sie auf ihn auf. Ja, natürlich. Also auf den muss man ja aufpassen. Jetzt sag bloß, ich kann ja hoch. Nein. Vielleicht so? Ah, gewichteter Begleiterkubus. Du bist ein Freund und Helfer in allen Lagen. Wenn du mich jetzt auf dich draufspringen lassen dürftest. So. Oh. Ach du Kacke. Was kommt denn da an? Sterbt. Haha, ich habe es abgewehrt. Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind Aberglaube, Sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Ich spreche doch nicht mit meinem... Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen. Ich hab doch noch gar nicht mit ihm gesprochen. Jetzt muss ich bloß aufpassen hier. Okay. Das war ja jetzt klasse. Ich wusste nicht, dass das Teil schon kaputt ist. Jetzt kommt's zurück. Scheiße. Ich muss mich ein bisschen mehr beeilen. Los, komm zurück, du blöde Kugel. Du triffst mich nie. Ha, abgewehrt. Der gewichtete Begleiterkubus, mein Freund und Helfer. Er wird mich nie umbringen. Warum sollte er das sagen? So böse ist er nicht. Er ist ein ganz lieber. Tschüss. Wichtiger Testapparat zerstört. Von wegen wichtig. So, mein Kubus hier, jetzt an die Arbeit. Okay. Du kannst mir doch sicher helfen, da hochzukommen. Und allihop. Und allihop. Okay. Brauche ich noch einen Kubus oder... I see what to do. Moment, ich habe doch noch... Ah, als ob ich es geahnt hätte. Es war nicht mal geplant, aber ich weiß, was ich tun muss. Das war gar nicht so geplant. Ist ja geil. Hätte ich nie gedacht, dass das klappt. Ich hoffe, ich habe ihn richtig gesetzt. Habe ich ihn richtig gesetzt? Ah, scheinbar... Ach, Moment, ich habe das Portal wieder kaputt gemacht. Deswegen klappt das ja gar nicht. Ah, da bin ich. Moment. Begleiter Kubus, komm nochmal mit. Wir müssen zurück. Jetzt darf ich den ganzen Weg echt wieder zurücklaufen. Oh, Moment. Vielleicht geht das auch ohne den Kubus. Zack und zack. Warum auch immer ich das Portal neu gesetzt habe. Einfach... Ah, okay, es geht auch ohne das Teil. Geht das auch ohne das Teil? Einen Moment, ich muss da um... Oh, guck mal, Kamera. Au! Kamera hat mich kaputt gemacht. Kaputte Macht. Oh Gott. Jetzt fange ich auch noch schlimm an zu reden hier. Wie mich das Spiel schon umbringt. Ja, ah, da kommt's geflogen. Hui! Oh. Oh, ich dachte, wenn ich mich ducke, dann geht's über mich rüber. Ja, nun gut, das war also nicht so geplant. Dann denke ich, ist es so geplant. Kamera? Kamera? Kamera tot. Nein, die da war's. So. Und diesmal das Ganze in blau. Da ist schon wieder so ein Radio, hört ihr's? Okay, dann warten wir halt. Komm rüber. Kommst du? Wo bleibt denn dieses komische Teil? Ah, da kommt es. Jawoll. Darf ich mal... Moment, Moment. Ich vergesse doch meinen Begleiter Kubus nicht. Der hat mir schon so treue Dienste geleistet. Ach, er ist wie ein zweiter Freund. Oder überhaupt ein Freund. Man hat hier ja keine. Ach, Moment. Ich muss noch mehr aktivieren, oder? Kann das sein, dass ich hier noch mehr aktivieren muss? Ja. Begleiter Kubus, hilf mir. Du kannst mir doch helfen, das Ding da wegzuschleudern, oder?
Oh. Spiel mal Pong hier. Zack. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nicht spricht. Okay. Sollte der gewichtete Begleiterkubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Niemals. Ich werde niemals den Rat des gewichteten Begleiterkubus ignorieren. Es ist ein guter Kubus. So, da. Jetzt komm schon. Komm da raus. Ach, die brauchen aber auch immer lange, ne? Komischen Teile. Jetzt flieget. 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 Sag mal. Wollen mich verarschen? Ich habe das Gefühl, sie wollen. Ach, fuck, falsches Portal. Natürlich genau das falsche Portal gesetzt. Okay, schauen wir nochmal. Zack. So. Dann machen wir jetzt Folgendes. Ich guck, wann es kommt. Ah, Moment. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Ah, okay. Okay. Verstanden. Der hat keinen Bock mehr zu schießen, weil ich seine Kugel schon irgendwo reingebracht habe. Ja, verstanden. Der hat echt keinen Bock mehr, der Kunde. Moment. Aber das richtige Portal setzen, blau. Tschung. Nicht, dass mir noch so eine Kugel hier entgegenkommt. Das kann ich nämlich jetzt gar nicht gebrauchen. Dum-di-dum-di-dum. Ich hab Zeit, ich hab Lust und viel Spaß. So. Jetzt aber. Los, Kugel. Flieg und Sieg. So, und jetzt natürlich noch meinen Begleiterkubus mitnehmen. Er hat mir das nicht geraten. Oh, Moment. Kann man hier rein? Hallöchen. Oh, hier hat jemand Kameras zerstört. Fast so wie ich. She's watching you. Nein, sag bloß. Oh, guckt mal. Er hat Bilder von seinem Begleiterkubus gemacht. Oh, und scheinbar ist er gestorben. Oh, der Arme. Oh, der sieht echt glücklich aus, der Kubus, nicht? Ja, und hier, oh, die hatten sicher ein gutes Leben zusammen. Ach ja, vielleicht können wir auch ein so gutes Leben führen, mein Begleiter Kubus. Und zack. Ich werde dich überall hin mitnehmen. Bis in den Tod. So. Okay. Geschafft. Der gewichtete Begleiter Kubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe haben. Was? Bitte bringen Sie Ihren Begleiter Kubus zur Aperture Science Intelligenzmotorbrennungsanlage. Was? Das ist doch nicht euer Ernst. Was? Ich soll meinen armen Kubus hier reinwerfen? Oh, der Arme, er hat doch so viel mit uns durchgemacht. Es tut mir leid, mein Freund. Seien Sie versichert, dass ein Gremium unabhängiger Ethiker das Enrichment Center, das Aperture Science Personal und alle Testpersonen von jeglicher moralischen Verantwortung für die Sterbehilfe freigesprochen hat. Ah, ne, dann ist ja alles kein Problem. Na dann los, rein mit dir, Kubus. Es tut mir so leid, dass du jetzt sterben musst, aber es ist für mich. Ich muss weiter. Ich bin Sie mir sicher, er würde das sagen, wenn er redet. Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das Gleiche hätte er auch gesagt. Er ist stolz auf mich, dass ich ihn geopfert habe. Da bin ich ganz sicher. Er hätte es auch gewollt. Er hätte genau das Gleiche getan, wenn er an meiner Stelle gewesen wäre. Und ich hätte es gewollt. Gottes Willen, ey, was ich hier für ein Scheiß habe. Naja, gut, aber wir haben es ja fast geschafft. Wir sind ja fast durch alle Testkammern durch, mein Gott. Da ist schon wieder eine das Kamera. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Oh ja. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Oh, Kuchen. Moment. Der Kuchen ist eine Lüge. Huch, oh, was haben wir denn da? Schon wieder dieses nervige Radio. Ich hasse dieses Radio. So langsam geht es mir auf den Sack. Wenn man den ganzen Tag nur den gleichen Song hört, dann wird man irgendwann verrückt. Jetzt ist schon wieder ein Anlager eingerichtet.
Not never but now. Was? Not never but now? What? Was soll das denn heißen? Courage is not the absence of fear. Ah, okay. Den habe ich schon wieder verstanden, wiederum. Okay. Ja, scheint sich irgendeine Testperson vor uns ein Lager immer wieder eingerichtet zu haben. Interessant. Aber wir wissen, the cake is a lie. Der Kuchen ist eine Lüge. Wird sie uns wirklich Kuchen geben? Warum eigentlich nicht? Ich meine, nur weil ein Typ da vielleicht ein bisschen Angst vor ihr hatte. So, wo muss ich eigentlich hin? Ah, okay, ich habe das Portal schon richtig gesetzt. Schaffe ich es bis darüber? Ja, okay, schaffe ich. Oh. Puh, geschafft. Hallo, du dumme Kamera, hier bin ich. Okay, und jetzt... Ah, okay. Diesmal ist es einfacher. Boom. Tschakka. Okay, okay. Okay. Jetzt darüber. Wahrscheinlich. Okay. Warum sage ich die ganze Zeit okay? Weil ich finde, dass es okay ist. Jetzt muss ich wahrscheinlich darüber. Allio! Ach nein, nicht schon wieder solche. Tach du! Moment, kann ich... Kann ich das tun? Huch! Ach, dieses Ding ist zugegangen. So einen Tod hatte ich, glaube ich, auch noch nie. So eine Tode kann man gar nicht haben. Das geht gar nicht. So doof kann kein Mensch sein. Was schießt da auf mich? Ah, ihr. Eia. Ich muss erstmal die loswerden. Ich muss erstmal hier nach hinten. Hier sehen sie mich nicht. Gut. Okay, ich muss mich erstmal um diese dummen Viecher kümmern. Kann ich dich kaputt machen? Ja. Nee, da bringt's nichts. Na, obwohl doch, Moment. Und dann da? Hast das? Ein Moment, einfach da, der ist einfacher. Guck mal, was da auf dich zukommt, mein Freund. Bäm. Guck mal, was da auf dich zukommt, mein Freund. Und badam. So, jetzt einmal das Ganze noch. Ne, zweimal, zwei sind da noch. Verdammt. Schlau. Guck mal, was da auf dich zukommt, mein Freund. Katscheng! Verdammt. Guck mal, was da auf dich zukommt, mein Freund. Ratam! So, okay. Nachdem diese hier Geschichte sind, können wir uns um wichtigere Angelegenheiten kümmern. Der Knopf. Er hat schon wieder ein Radio. Ernsthaft? Was habt ihr mit diesen Radios? Okay. Okay. Also, der Boden ist wirklich tödlich, nur um das nochmal zu erwähnen. Falls sich das irgendjemand gefragt hat. So. Vielleicht von da? Okay, es geht auch ohne durchzugehen. So, jetzt zack und zack. Alter, wie schnell soll man das machen? Ey, und außerdem müsste es da sein. Moment, ich habe eine Idee. Okay, wir warten kurz. Jetzt muss ich ja richtig schnell sein. Und zack. Und zack. Yeah. Ich bin so gut. Und so klug. Ich kriege einfach alles gebacken. Kann ich die da eigentlich auch kaputt machen? Müsste ungefähr hier sein. Schießt er noch?
Nee, sieht nicht so aus. Na gut, dann kann ich's wohl nicht. Halt, warte auf mich. Plattform des Todes. Warum des Todes? Weil... Baum. So, komme ich bis darüber? Bitte lass mich leben. Okay. Und du machst genau was jetzt? Ah, du fährst wieder diese Plattform aus. Okay, und das bringt mir genau was? Jetzt mal ernsthaft, das bringt mir... Ah, I see. Das habe ich noch nicht gesehen gehabt. Ich sehe es. I see the solution. Ach, meine Fresse. Ach, jetzt war ich zu langsam, aber sowas von... Okay, Moment, ich kann ja zurück, zum Glück. Machen wir es anders. Machen wir da ein Portal und da ein Portal. Drücken den Knopf. Gehen durch das Portal. Setzen da das Blaue und springen. Hui, was ein Flug. So, du wirst nie so gut sein wie der Begleiter Kubus. Der Begleiter Kubus war immer noch der Beste. Tut mir leid, aber du kannst ihn nicht ersetzen. Auch wenn du auch ein Kubus bist. So. Und wo muss ich den jetzt eigentlich hinlegen? Ich meine, ich tue hier Sachen, ohne zu wissen, was ich eigentlich machen will. Ey, ich glaube, irgendwo da drüben war so ein Teil, oder? Und einmal wieder rauf. Och, ist jetzt nicht euer Ernst. Jetzt muss ich nochmal bis darüber. Nech. Blau. Gelb. Einmal aufmachen, bitte. Kubus mitnehmen. So, meine Fresse. Schwere Geburt hier. So. Jetzt lasst mich hier weg. So. Meine Güte, was für ein Raum. Ist nicht leicht übertrieben, der Raum oder so. Und er geht noch weiter. Hey ho. Wichtiger Testapparat. Ja, ja, ich weiß. Du und deine wichtigen Testapparate. Oh, da unten ist wieder ein Radio. Ich hol das mal. Gelb. Da. So, okay. Ich glaube, das... Oh Gott. Okay, ich glaube, das wird ein Spaß. So, alter Falter. Okay. Hui. Ein Glück gibt es keine Luftreibung in diesem Spiel. Boah. Okay. Ich muss, so wie ich das sehe, gelb auf die nächste Plattform schießen. Voll daneben. Ist nicht gerade einfach, wenn sich alles dreht. Okay, ich scheine es aber geschafft zu haben. Okay, jetzt muss ich blau auf die nächste Plattform schießen. Alter, wird er mir richtig schlecht. Guckt am besten gar nicht hin. Okay, ich muss mich einmal immer drehen sofort. Boah, ist mir schlecht jetzt schon. Boah, so schnell kannst du dich doch nicht drehen. Ist das gerade ätzend. Blau. Ah, so ist doch viel schöner. So, und jetzt... Ah, da drüben gelb. Etwas rechts von mir. Da gelb. So, und jetzt wieder blau. Auf das Ding. Volltreffer. Sehr gut. Beachten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Okay. Darf ich das Seminar auch irgendwann besuchen? Kommt jetzt nicht... Ne, die vorletzte Testkammer kommt jetzt, oder? Oder ist das schon die letzte, die jetzt kommt? Oh, wir sind hier so schnell und so super. Ladedaten. Oh Gott, da kommt ja jetzt eine riesen Testkammer, wenn der so lange lädt. Wir sind in Testkammer 19. Willkommen beim letzten Test. Der letzte Test. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab. Okay. Laut den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Was sagst du? Ich verstehe dich nicht. Okay, so funktioniert es also nicht. Dann halt so, meine Güte. Ha! Wartet auf mich.
Sieht nach einem eher simplen Rätsel aus, aber gut. Okay. Okay. Ah, haha. Ausgetrickst. Ich bin so gut. Das ist jetzt eher Kacke. Wichtiger Testapparat zerstört. Hallo. Hui, das war knapp. Jetzt fliegt der Ball irgendwo anders rum und macht Dinge kaputt, aber das interessiert mich ja nicht. So, eventuell. Haha. Oh, es gibt Kuchen, aber Moment. Gratulation. Der Kuchen der ist Test eine ist Lüge. Vorüber. Oh, verdammt. Alle Apertur-Technologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Aber ich bin dann nicht mehr betriebsfähig. Sie versichert, dass es vor ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Gerätefehlfunktionen kommen kann. Moment mal. Enrichment-Aktivität von Apertur Science. Der Kuchen ist wirklich eine Lüge.